Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde. Uncharted 2. Ne? Und falls es Ihnen zwischendurch nochmal knallt, es ist Gewitter gerade. Mordsmäßiges Gewitter. Wer es noch nicht gesehen hat, auf Twitter, Twitter, wie auch immer, ne, kann man sich das angucken. Gewitter in Neuss, ja. Achso, die haben ja gewartet auf mich, ne? Ich muss erst mal gucken, wie das alles ging hier. So, das war Springen, ne? Genau. Boxen, okay, gut, alles klar. Dann wisse ich Bescheid. Läuft. Was ist das da? Ah, das ist ein Hydrant. Mein Gott. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Geschafft. Danke. Toll. Na toll. Wo? Wie kommen wir da rüber? Da hinten ist eine Leiter. Schön. Gute Idee. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Da hinten ist die andere Miete. Wie komme ich denn da hin zu der Miete? Wahrscheinlich hier oben. Boah, ist das warm. Komm, ich helfe dir hoch. Toll. Ach, das geht, okay. Ach so, okay. Ach, guck mal, die ist wieder da. Kannst du auch einfach dahin werfen? Das sollte gehen. Gar nicht schlecht, ha? Die stöhnen aber alle was zusammen, du. Dankeschön. Pass auf, bei unserem Glück gehen die Autos jetzt kaputt. Nee, die halten. Aua, 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 aua. Warum habe ich keine Handgranaten mehr? Es ist aus!
Hä? Oh nein. Okay, sieht gut aus. Ist das bei denen immer so? So ziemlich. Lass mich doch mal durch hier. Abend, Aaron. Ist ja nichts drin. Kleinen Moment mal kurz. Kleinen Moment. Da habe ich den Ton weggeklaut. Dauert einen kleinen Moment. Ihr habt so doll ihr Knaller. Drüben brennt es gerade. Ist irgendwo ein Baum eingeschlagen. Feuerwehr ist schon alarmiert. Ich will bloß kurz hochgucken. Ne? Also, kleinen Moment. Also, dauert ein paar Minuten. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt den Chat nicht geguckt. Sorry für die Verspätung. Für YouTube läuft es ja hier sowieso, wahrscheinlich wird es weggeschnitten, ich habe keine Ahnung. Ja, Feuerwehr ist da. In ca. 150 Meter Luftlinie von uns, 100, 150 Meter ist in dem anderen Wohngebiet. Also wir haben jetzt hier
Richtung meinen Rücken. Es sind so ungefähr 100 Meter bis zu einer Straße. Ne? Und da ist das andere Neubau oder ein, na, wie auch immer, ne, Gebiet. Und da hat es genau eine Stadtvilla in Satellitenschüssel reingeknallt und da brennt der Dachstuhl komplett. Feuerwehr ist da. Wir dachten, es ist ein Baum, aber es ist ein Haus, was erwischt hat. Wo es vorhin so mörderisch gescheppert hat, wo ich auch getwittert habe, das war richtig laut. Ja, der ist halt da drüben eingeschlagen. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Ich bin da jetzt nicht hingewesen, ich hatte kurz mit Nachbarn gesprochen. Und ja. Ich habe auch hier unterbrochen, weil man hat es wahrscheinlich mitbekommen, K2 kam hier nämlich rein, die war völlig aufgelöst, die waren eigentlich alle im Zimmer. Die haben aber dann irgendwie die Jalousie hochgemacht und haben es halt brennen sehen. Und da kam die tierste Panik beim Kind durch, verständlicherweise. Und deswegen war K2 hier unten, die hat richtig, ja, und sich natürlich mal reingesteigert. Und, ne? Ja. Ist halt mal scheiße. Wir haben jetzt beschlossen, wir schmeißen unsere Satellitenschüssel weg. Weil der Blitzableiter ist kein Garant dafür, also wir haben auch keinen. Fast jedes Haus hat keinen, weil der Blitzableiter kein Garant ist, dass nichts passiert. Nur, dass ihm halt die hohe Energie auf die Erde, also sprich abgeleitet wird, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass irgendwas anfängt zu brennen. Und das allererste, was meine Frau gesagt hat, wir bauen die Satellitenschüssel ab. Wir brauchen sie ehrlich gesagt nicht. Also bauen wir sie ab. Ja. Soweit alles beruhigt. Kind hat jetzt Tablet, spielt jetzt, hat jetzt gesehen, Feuerwehr ist da, ne, und kümmert sich gerade. Wir können sowieso dagegen nichts tun oder damit oder was auch immer. Dahin laufen und gaffen, was wir nicht gemacht haben. Wir stehen ja halt weiter weg. Ist absolut kontraproduktiv. Wir können da nicht helfen. Morgen früh, meine Frau und ich sind morgen unterwegs in die Heimat aus Gründen. Und da werden wir, denke ich mal, kurz mal einen Peek nehmen und gucken. Also wir wissen, welches Haus das ist. Familie hat doch ein bisschen Kacke am Dampfen in den letzten Monaten. Das ist natürlich richtig. Ja, wir haben die Fenster zu, ist alles gut. Wir haben alles Schotten hier dicht gemacht. Wir haben ja gesehen, also kam aus der Richtung, ne, kam richtig die Wand. Ich habe ja Videos gemacht. Ihr habt ja das Wetterleuchten vielleicht gesehen, die auf Twitter geguckt haben. Und das kam wahnsinnig schnell unterwegs in der Stadt hier. Brandenburg-Stadt ist ja hier in der Nähe. Da sind wohl mehrere Bäume umgestürzt auf der Straße. Ein paar Straßen sind abgesoffen. Wir sind relativ safe, weil wir weit oben sind. Also im Vergleich dazu zum normalen Meeresspiegel, ne, und dementsprechend. K2 wird gerade beknuddelt und K2 spielt. Ist alles in Ordnung. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert. Wenn irgendwas Wichtiges ist, kriege ich eine Info, so wie jetzt gerade wahrscheinlich. Das war eine alte Info. Die alte Nachfrage, ob ich weiß, welches Haus betroffen ist. Gut. Machen wir weiter. Da kriegt man natürlich gleich wieder ein seltsames, mulmiges Gefühl, wenn man hier irgendwas danach in die Luft jagt. Ja. Ich glaube, ich muss dahin, ne? Ist aber, sowas lässt einen umdenken, ja, wenn du sowas dann erlebst. Vor allem, das war so laut vorhin. Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang. Und auch die Nachbarn, mit denen ich jetzt schon gesprochen hatte, haben gesagt, ja, wir waren nicht sicher, ist es das oder das, war es vorne oder hinterm Haus, ne? Da runter. Das sind Widerstandskämpfer. Und es ist immer noch massives Wetterleuchten, aber es zieht weg. Also in der Heftigkeit muss ich wirklich sagen, also ich will jetzt nicht wegen Klima und so, ne? Gab ja genügend Gewitter, aber diese Heftigkeit von Gewitter habe ich persönlich noch nie erlebt in der Form. Zumal das halt so dicht dran war, ne? Also von der Betroffenheit her. Ja, das stimmt soweit. Also hier ich vielleicht nachher am Ende des Streams, wer so lange bleibt, kann ich so ungefähr markieren, dass man das einfach mal so bildlich vielleicht sieht. Ne? Obwohl, ich hab ein Foto getwittert, dann seht ihr das ungefähr. Ne? Ich hab ein Foto getwittert aus unserem Fenster oben zur Straßenseite hin.
Na, Stecker habe ich diesmal nicht gezogen. Wenn du die Stecker ziehst, solltest du die Stecker natürlich auch sehr weit weglegen, ne? Und nicht in der Nähe der Steckdose lassen. Hier sollten wir sicher sein. So habe ich es gehört. Bei Übertritt, ne? Cool. Ja, sieht schon cool aus, aber warum ist das so kaputt alles? Arena. Oh ne, okay, kann ich nicht machen. Kann gar nicht rennen hier. Oh, hier geht's aber. Wir bloß ein paar Vorteile verschaffen hier. Ja, na. Na toll. Oh, da blinkt was. Was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Oh, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, setz mal hier. Nein? Er ist in Shambhala. Shambhala? Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt! Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, das ist schon besser. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Oh. Warum stellt er ihr die Frage und nicht sich selbst? Das ist bestimmt ein bisschen eifersüchtig. Ich sehe hier so viel Krams rumliegen. Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, das sieht wirklich wie der Chintamani-Stein aus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Warte, den Kerl kenne ich doch. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Okay. Da mit der Lümmeltüte nach links, also das andere links, ne? Also das ist bei mir rechts. Messer so, Rassel, okay. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin, glaube ich. Ist er hier, ne? Wie stelle ich das ein? Das sieht aus, als wäre es wertvoll. Ich muss da rauf. Aber wie? Aber wie? Ist eine gute Frage. Vielleicht hier. Warte, ich sehe mir das mal näher an. Okay, ich warte hier unten. Huch, aber gerade so. Gut, sieht das aus? Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Wow. Okay, wie komme ich denn weiter hoch?
Nee, ich will nicht das Ding. Das sieht gut aus. Ne? Das geht nur nach oben. Wie komme ich denn da rüber auf die andere Seite? Oder hier nach oben? Da, auf diese Ebene. Indem ich vielleicht an den Stein hier hochkletter. Oh, mir reicht schon, dir zuzusehen. Jammer nicht. So. Wir müssen die quer legen, ne? Einfach flach legen, ja, komm. So. Gut gemacht. So, dann ab nach unten. Okay, gut. Ah. Sehr schön. Danke. Da auch nicht, aber guck mal, da oben geht's, glaube ich, dann lang. Komm hoch da. So, was war das hier? Okay, das ist, ach, das ist gar kein... gar keine Kondome, naja. So, und hier geht's hoch. Okay, hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Hä, was soll ich jetzt hier machen? Bist du okay? Bin okay. Ja, so in etwa. Down, down, genau. Oh, der Erdball ist kaputt. Warte mal. Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Sehen wir mal, was er öffnet. Das war ich nicht. Nö. Ich bin ja für vieles verantwortlich, aber das nicht. Ja. Na. Ist recht gruselig, aber sag A. Ah. Er weiß auch genau, was er machen muss. So, tut sich was? Das Wasser läuft ab. Und? Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon.
So, schubst sie rein. Bereit? Mach Platz, mach Platz. Wie du wünschst. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Sing, my Sachse, sing. Ich dachte schon, hier sind Pumpenteile versteckt, aber nee. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Gibt's nicht. Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Boah, ist das warm. Diese Luftfeucht hier unten, ja. Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst. Nein. Würde ich nie tun. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Ich finde immer lustig, wohin das Licht strahlt, obwohl es eigentlich nach vorne strahlt. Kommt sie jetzt in Ruhe, oder? Na, also nicht guck mal. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Vor allem mein Licht... Aber hier, mein Licht, was am Gürtel hängt, scheint Nummer 1 in die entgegengesetzte Richtung, obwohl es ne, in Blickrichtung. Zweite Geschichte, mein Licht, was an meinen Gürtel hängt und in die falsche Richtung strahlt, wirft Schatten von ihr. Ab, Sascha. Ja, aber wenn die Sonne, dann wieso ist ihr Schatten in der Sonne? Guck mal, ihr Schatten da. Ach, da kann ich das Spiel nicht mehr ernst nehmen. Vor allem, ihr Schatten wirft keinen Schatten auf uns. Nein, ist nicht mein Schatten. Achso, mein Schatten. Nee, das ist definitiv Haare da hinten. Pferdeschwanz. Ich habe keinen Pferdeschwanz. Also er nicht. Definitiv nicht. Hier gucke. Da, das ist sie. Wie kann ihr Schatten durch meine Lampe geworfen werden? Genau, am Kopf ist, geht auch das Licht durch von mir, was an seinem Hosenbund hängt und in die andere Richtung guckt. Sorry, ich kann das Spiel nicht ernst nehmen. Das ist, also das geht ja gar nicht. Ist es vorher keinem aufgefallen? Das dahinter ist mein Schatten. Ungelogen. Aber der Schatten ist nicht mein Schatten. Okay, gut, reicht. Jetzt mal ernsthaft. Ne? Boah, ist das warm hier. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Shintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. So wie die Uhren, ne? Hier unten öffnet sich was. Okay. Guck mal, da hinten, ich sehe Licht. Na toll. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Doch. Na komm, könnte schlimmer sein, was? Oh, das ist schlimmer. Ja, das ist echt romantisch. Spieße. Ich hasse Spieße. Okay, was jetzt? Denk nach. Wir müssen hier raus. Der Mann ist ein verdammtes Schwein. Was? Warum der Baron zu ihm heilt, werden wir nie erfahren. Nein. Ich kann Ihnen sagen, was er gerade macht in seinem Zimmer. Er hat sich im Badezimmer eingeschlossen.
aber er nimmt keinen Bart. Oh, super. Was höre ich da? Irgendwas dreht sich. Tschüss. Warum soll ich eine Bombe, also eine Handgranate werfen? So, hier ist alles sicher. Ich habe eine Idee. Ja! Geschafft. Machen wir, dass wir rauskommen. Sorry, mein Leben zieht gerade noch an mir vorbei.